Hier eine Extremwertaufgabe. An den vier Ecken eines quadratischen Papiers schneidet man vier gleich große Quadrate ab. Hier werden also diese vier magenta schraffierte Quadrate abgeschnitten. Das bleibende Kreuz wird als Schachtel gefaltet. So, und die Frage lautet, wie groß müssen diese vier abgeschnittenen Quadrate sein, damit der Rauminhalt dieser fertigen Dose ohne Deckel maximal wird? Wir suchen also hier das Maximum von dem Rauminhalt von dieser Dose. Also werden wir zuerst den Rauminhalt dieser Dose mit einer Variablen ausdrücken. Und was in unserer Aufgabe variiert, das ist die Seitenlänge der vier abgeschnittenen Quadrätchen. Diese Länge variiert, also nennen wir diese Länge x. Das ist x, das ist x, dasselbe für die drei anderen Quadrätchen. Und wir nennen die Seite vom großen angegebenen Quadrat klein a. Jetzt werden wir den Rauminhalt von dieser Dose mit der Variablen x ausdrücken. Dieser Rauminhalt ist natürlich der Flächeninhalt vom Boden mal diese Höhe. Der Boden von der Dose, das ist dieses innere Quadrat, dessen Seitenlänge a minus x minus dieses x ist. Diese Seitenlänge vom inneren Quadrat beträgt also a minus 2x, diese auch. Also ist der Flächeninhalt von diesem inneren Quadrat a minus 2x im Quadrat. Und die Höhe der Dose, das ist dieses Maß hier. Und dieses Maß entspricht selbstverständlich dieser Seitenlänge von dem abgeschnittenen Quadrat, also x. Deshalb ist der Rauminhalt von der Dose a minus 2x im Quadrat mal x. So haben wir diese gesuchte Funktion Volumen mit der Variablen x ausgedrückt. Hier eine Skizze von solch einer Funktion und wir sehen in der Skizze, dass das Volumen v von x für einen gewissen x-Wert ein Maximum erreicht. Ich versuche das jetzt hier so einzustellen, sodass dieser Punkt der Maximumpunkt wird, der Hochpunkt. Ungefähr so. Wir sehen hier, das ist also ungefähr die Seitenlänge des Quadrats, die wir jetzt berechnen werden, so dass der Rauminhalt der Dose maximal wird. Da wir von dieser Funktion v ein Maximum suchen, werden wir sie ableiten und von dieser Ableitung eine Zeichentabelle erstellen. Die Ableitung von diesem Produkt ist schon in faktorisierter Form gleich zu diesem Produkt von zwei Binomen ersten Grades. Jetzt werden wir von dieser Ableitung eine Zeichentabelle erstellen. Die zwei Nullstellen sind a Sechstel und a Halbe, also so. Hier sind sofort diese rote Striche eingezeichnet, die bedeuten, wenn x kleiner gleich 0 ist, dann hat das mit unserer Aufgabe nichts mehr zu tun. Der kleinstmögliche Wert für x, das ist die 0, aber wenn wir für x 0 nehmen, dann hat unsere Dose gar keine Höhe. Und der größtmögliche Wert für x, das ist a halbe. Denn wenn wir für x a halbe nehmen, dann bedeutet das, dass wir unser Anfangsquadrat in vier gleich große Quadrate zerschneiden, die wegwerfen, aber dann bleibt gar keine Dose mehr übrig. Also, unsere Aufgabe macht nur Sinn, wenn x sich streng zwischen 0 und a halbe befindet. Jetzt erstellen wir die Zeichenzeilen. A minus 2x wird 0 bei a halbe, also schreiben wir da 0 hin. Rechts von dieser 0 schreiben wir das Vorzeichen
der Vorzahl von x, also minus, und links von dieser 0 überall entgegengesetzt. Links von der 0, also überall plus. A minus 6x wird 0 bei a Sechstel, also schreiben wir da 0 hin. Rechts von der 0, Vorzeichen der Vorzahl von x, also minus, und links entgegengesetzt, also so. Die Zeichen für V' von x finden wir ganz einfach durch das Produkt von diesen jeweiligen Zeichen, da V' von x ja das Produkt dieser beiden Faktoren ist. Daher diese Zeichenzeile für V' von x. Wie eben gesagt, wenn x kleiner gleich 0 ist, dann macht V von x keinen Sinn, also kommt hier ein Schrägstrich hin. Und wenn x größer als a halbe ist, dann macht V von x ebenfalls keinen Sinn, also auch hier Schrägstrich. Da wo V' positiv ist, da steigt V. Da wo V' negativ ist, da fällt V. Und da V' bei a Sechstel 0 wird, hat V bei a Sechstel also ein Maximum. So. Was also bedeutet, das Volumen der Dose wird maximal, wenn x ein Sechstel der Quadratseite vom großen angegebenen Quadrat ist. Für diesen x-Wert finden wir hier effektiv ungefähr das Maximum und dieser x-Wert entspricht ungefähr einem Sechstel von dieser Seite a. Also das Volumen wird maximal dann und genau dann, wenn x ein Sechstel von a ist. Und die Aufgabe ist beendet.